Guten Morgen, ich begrüße euch zu diesem Gottesdienst. Wir haben den Herrn gesehen. Ja, wir haben den Herrn gesehen. Wir haben den Herrn gesehen. Und wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, und kann ich es nicht glauben. Und nein, ich kann es nicht glauben. Und nein, ich kann es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin, wie wir heute Morgen hier in dieser Kirche. Und ich bin mitten unter euch, mit meinen Zweifeln, mit meinem Herzensgestrüpp und der Sicht, die immer wieder zuwächst, dem Unfertigen, mit all den Sachen, die ich am liebsten verberge, ja mir selber kaum erzähle und geschweige denn euch. Ihr habt den Herrn gesehen. Schön. Ich nicht. Ich noch nicht. Noch nicht, als ich ihn gebraucht hätte. Hinter meinen Gebeten verborgen mein Herz. Oh, mein Herz. Hinter Sehnsüchten ahnungsvoll fern. Ihr seid das große Wir und ich bin der, der manchmal nicht zuhört. Ich kann's nicht. Bitte ladet mich doch ein in euer Wir. Noch nicht glauben, dass du da draußen bist, trotz all der Versprechen in deinem Buch. Ganz ehrlich, was habe ich nicht schon alles getan, gedacht, gefühlt? All jenes, was meinen Blick senkt, was meine Hände sinken und meine Finger ballt. Ja, mein Herz hinkt. Am liebsten würde ich schweigen. Doch, da seid ihr, da drinnen und da draußen. Du bist innerlich und du bist äußerlich. Ich bin nicht nur der, für den ich mich halte. Und ich bin nicht nur der, der einen langen Weg gegangen ist, bis hierher, heute, an diese Stelle. Nein, und ja, hier stehe ich und möchte berühren und berührt werden. Glauben und meinen Unglauben nicht verstecken. Loben und meine Enttäuschung nicht schönreden. Nicht fromm, sondern ehrlich Mensch sein. Vor euch, vor mir und vor ihm, der spricht: Reiche deinen Finger her und sieh. Reiche deine Hand her und lege. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas, der Zwilling, ist einer von uns. Er spricht: Mein Herr und mein Gott. Und darum feiern wir diesen Gottesdienst in der Hoffnung auf dieses Bekenntnis. Wir haben den Herrn gesehen. Im Namen Gottes, unseres himmlischen Vaters, der Grund aller Hoffnung. Und im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der uns berührenden Hoffnung. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns immer wieder hoffen lässt. Amen. Wir singen das Lied »Die güldene Sonne«, die ersten 4 Strophen.
Zur Schriftlesung bitte ich euch zu erheben. Sie steht bei Jesaja im 42. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen. Und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Göttern. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich euch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich's euch hören. Wir bekennen nun unseren gemeinsamen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gemeinsam das Abendmahl feiern, werden wir jetzt die Ansagen kundtun. Währenddessen kann auch gleich schon die Kollekte herumgereicht werden. Herzlichen Dank für die Spenden. Ich habe das mal zusammengefasst. Am gesamten Osterwochenende in allen Gottesdiensten wurden in den Kollekten und am Ausgang eingesammelt 814,21 €. Der Klingelbeutel, der jetzt durch die Reihen geht, ist heute für die eigenen diakonischen Aufgaben in unserer Gemeinde gedacht, für Menschen in Not, eben ganz praktische Nächstenliebe. Die Ausgangskollekte ist diesmal ganz spannend für die Norddeutsche Mission. Sie ist ein Zusammenschluss der 4 deutschen evangelischen Landeskirchen, eben auch unserer lippischen, die sich verbündet hat mit der evangelischen Kirche in Ghana und in Togo.
Dieser Verbund ist im 19. Jahrhundert schon entstanden und ist bis heute eine moderne Einrichtung, die Entwicklungsprojekte vorantreibt in Westafrika, Begegnungen unterstützt, ja, und Afrika hilft, eine eigene Stimme zu haben. Ja, es ist wieder soweit. Das nächste Life Group Trimester bis Ende April startet, steht an. Wer eine Gruppe anbieten möchte, wem jetzt das Herz puckert, der darf sich anmelden und sich bereit erklären dafür. Bitte meldet euch an als Leiterin oder als Leiter bei Werner Schmidt oder bei Podium. Dann gibt es die Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige. Sie trifft sich morgen am Montag, dem 8. April um 18.30 Uhr nebenan im MGH. Das ist ein Gesprächskreis für pflegende Angehörige, der die Möglichkeit bietet zum Erfahrungsaustausch. Interessierte sind immer wieder herzlich willkommen und weitere Infos gibt es draußen am Infotisch. Am Mittwoch, den 10. April um 15 Uhr trifft sich der Frauenkreis für Senioren im Gemeindehaus. Der Referent ist diesmal Joachim Wesner. Und ebenfalls am Mittwoch, den 10. April, startet um 18.30 Uhr eine offene Endlich-Leben-Gruppe unter der Leitung von Jörg List und Petra Bauer im Werkstatt-Leben-Wohnzimmer. Diesmal sind Frauen und Männer gemeinsam eingeladen. Und für alle, die den Austausch mit anderen Menschen suchen, ist sie eine gute Anlaufstelle. Die Gruppe trifft sich dann alle 2 Wochen. Sie ist kostenlos und jeder darf ohne Anmeldung kommen. Wer weitere Fragen hat, kann sich im Büro der Beratungsstelle melden. Am Samstag, den 13. April, ist was super Spannendes, nämlich von 11 bis 14 Uhr, sprechen wir jetzt eine herzliche Einladung aus für unseren Dankeschön-Event für alle ehrenamtlich Mitarbeitenden in unserer Gemeinde und diesmal, Trommelwirbel, im Hansa-Kino. Der große Saal ist gemietet worden und der große Saal hat begrenzt Platz. Deswegen bitte anmelden unter Podio oder unter dem Event einfach, ich melde mich an bei Jasmin Zimmermann. Gut, dann am nächsten Sonntag, den 14. April, beginnt der Gottesdienst um 16 Uhr mit Kaffee und schöner Gemeinschaft. Um 10 Uhr morgens ist dann kein Gottesdienst. Es ist der sogenannte Gottesdienst in der Erprobungsphase. Kleine Fußnote, als ich das gelesen habe, das ist so, was ist das für ein Wort? Ne? So ein deutscher Gottesdienst in der Erprobungsphase. Das klingt ja, können wir ja später drüber reden. Da es ein Gottesdienst sein soll, der die jüngere Generation anspricht, zweite Fußnote, ich hoffe dieser auch, haben wir die Uhrzeit verändert und ihn auf den Nachmittag verlegt. Eingeladen sind aber alle Generationen. Wir testen bis zu den Sommerferien, ob sich diese Uhrzeit am Nachmittag um 16 Uhr bewährt. Nach dem Kaffee feiern wir dann gemeinsam einen Gottesdienst mit viel Lobpreis, einem Impuls und vieles mehr. Ja, danke an das Team heute, die helfen, diesen wunderbaren Gottesdienst zu gestalten. Dankeschön. Und vor der Predigt singen wir nun das Lied Auf mein Herz mit Freuden.
So, ihr Lieben. Ja, gefragt, was ich da so gemacht habe. Für die, die es noch nicht wissen, erkläre ich es ganz kurz. Ich hatte einen kleinen Unfall zu Hause, vor 5 Wochen schon. Ich bin die Treppe runtergegangen, auf der Treppenstufe ausgerutscht, hart aufgekommen und habe mir vom Zeh den Mittelfußknochen gebrochen. Das geht innerhalb einer Sekunde und das dauert, und das läuft noch gut bei mir, etwa 6 Wochen. 5 Wochen habe ich schon rum. Ich kann auch schon wieder so ein bisschen stehen, ne? Ist gut. Ich habe keine Schmerzen, alles gut. Aber das Leben wird ruckzuck ganz anders. Und ich bin so dankbar für meine Frau, die ganz viel übernimmt zu Hause, sodass wir unseren Alltag gut gestalten können. Naja, eine Fraktur. Und ich dachte ich werde mal die Not zur Tugend machen und möchte heute mit euch über Frakturen nachdenken. Aber nicht die der Knochen, da bin ich kein Experte drin, sondern über Frakturen des Glaubens, die in Zusammenhang stehen mit der Beziehung zu Gott oder auch mit unserer Beziehung untereinander. Und zwar anhand einer Geschichte, sie ist eben schon angeklungen, die Geschichte von Thomas, dem Apostel, dem Jünger von Jesus, der so eine ganz besondere Begegnung hatte mit Jesus. Und er wird ja immer so als der Zweifelnde dargestellt, der zweifelnde Thomas. Ich glaube, das trifft es nicht ganz. Denn erstens haben die anderen Jünger genauso gezweifelt. Eine Woche vorher, am Tag der Auferstehung, da kam Maria von Magdala und sagte, ich habe den Herrn gesehen. Dann kamen die Emmaus-Jünger und sagten, wir haben den Herrn erkannt, als er das Brot brach. Aber sie haben nicht geglaubt. Und Jesus, als er ihnen dann begegnet, da ja, gibt es schon so einen kleinen Rüffel von ihm. Ne? Warum habt ihr denn nicht geglaubt? Und in dieser Linie steht auch Thomas. Über Thomas, da wissen wir nicht ganz so viel. Es gibt so eine Szene, als Jesus nach Bethanien geht, als Lazarus, sein Freund, gestorben war. Da sagt Jesus, Lazarus ist eingeschlafen und wir gehen jetzt hin, ich möchte ihn wieder aufwecken. Und Thomas hatte das begriffen, was das heißt, nämlich eine Konfrontation mit der Priesterschaft. Und er sagte, lass uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Ui, das ist schon mal ein starker Satz. Und die Tradition der Kirchengeschichte, die sagt dann, dass der Apostel Thomas in den Osten gegangen ist. Die ersten schriftlichen Belege kommen so um 250, 260 auf. Und er hat dann im heutigen Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan das Evangelium verkündet und ist bis nach Südindien gekommen und hat dort Kirchen gegründet. Und die gibt es heute noch. In Südindien leben etwa 7 Millionen Christen. Der inoffizielle Name ist Thomas-Christen. Sie berufen sich auf den Apostel. Also dieser Mann war charakterstark. Ich find das beeindruckend. Aber er hatte eben eine gravierende Fraktur seines Glaubens erlebt, die Kreuzigung. Und er brauchte eine besondere Wiederherstellung. Ich lese mit euch mal die Geschichte aus dem Johannesevangelium. Im Kapitel 20 steht das. Und ich lese auch noch einmal die Begegnung oder diese Begebenheit am Tag der Auferstehung, ab Vers 19. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Dann kommt die Sendung und dann ab Vers 24. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte,
Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen legen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Soweit diese Geschichte. Da ist so viel drin. Ich möchte mich im Wesentlichen beschränken auf diese Fraktur, diese Krise von Thomas und die Wiederherstellung. Aber zuvor noch einmal so 2 Gedanken aus diesem Text, die sind nämlich toll. Zum einen, jetzt muss ich einmal gerade nachdenken, jetzt habe ich tatsächlich gerade einen Aussetzer. So was kommt vor. Ja. Wie muss der Thomas sich wohl gefühlt haben, als er am Abend des ersten Tages oder am Nachmittag dann zu den Jüngern kam und er erlebt diese Gruppe seiner Freunde, seiner Wegbegleiter und die sind alle voller Begeisterung. Also, wir haben Jesus gesehen, Freude, Begeisterung. Und was hat er sich da wohl gedacht? Ich war nicht da. Und am nächsten Tag erlebt er immer noch diese Freude. Bei den anderen, aber nicht bei sich selbst. 8 Tage lang muss er warten. 8 Tage lang erlebt er diese Gruppe von Leuten, wie sie aus der Krise heraus sind, aber er steckt noch drin. Sie haben die wunderbare Offenbarung, er nicht. Gut, 8 Tage ist nicht so eine wahnsinnig lange Zeit, aber das wusste Thomas nicht. Und ich dachte mir, wie geht uns das oft so? Wenn wir Menschen erleben, die so on fire sind, die so Gottesbegegnungen haben, die entweder sieht man die Videos auf YouTube oder manchmal haben wir das in der Gemeinde und dann denkt man, boah, die sind so weit vorne, die sind so nah dran. Und ich? Siehst du mich auch? Hast du mich vergessen? Magst du die mehr als mich? Hat sich das Thomas vielleicht gefragt? Ich glaube schon. Weil das muss man erstmal aushalten. Und nochmal, das ist hier Gottes Plan. Es ist nicht klar, warum Gott seine Offenbarungen unterschiedlich verteilt und Menschen unterschiedlich begegnet. Ich denke, das ist etwas, das wir aushalten müssen. Das heißt aber nicht, dass er nicht jeden persönlich sieht, kennt, liebt, wertschätzt und einen individuellen Weg geht. Ja, das heißt es nicht. Und der 2. Gedanke ist der: Nach 8 Tagen gibt es diese Begegnung und Jesus geht ganz exakt auf die Worte ein, die Thomas gesagt hat. Er wiederholt das quasi und sagt: Okay, jetzt mach das, was du gesagt hast. Lege deine Hände in meine Nägelmale und deine Hand in meine Seitenwunde und sei gläubig. Und das bedeutet ja, dass Jesus 8
Und nach 8 Tagen kommt es zu dieser wunderbaren Wiederherstellung. Und das finde ich doch ermutigend, dass Jesus ganz präsent ist, auch wenn wir ihn gar nicht sehen, also auch in diesem Augenblick. Und in diesem Augenblick hört er jetzt gerade meine Predigt und ich hoffe, er macht nicht so. Aber er hört auch euch, sieht eure Situation, er ist da. Und das letzte Wort, das Jesus dann sagt in dieser Geschichte, ist ja zu Thomas: Wo du mich gesehen hast, jetzt glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und das ist, wenn Jesus das sagt, meint er das ganz ernst. Der Glaube, der auf das Wort hin geschieht, also entweder das Wort, das wir lesen, oder dadurch, dass wir im Gespräch sind miteinander, von unserem Glauben erzählen. Dieser Glaube, der entsteht, der Zweifel durchsetzt ist, der ja zu ringen hat oft und so viele Fragen mit sich bringt. Dieser Glaube hat aus der Perspektive von Jesus und unserem Vater im Himmel einen höheren Wert als der Glaube, der einfach so ein Zeichen bekommt. Natürlich wünsche ich mir ein Zeichen. Ich wünsche mir eine Begegnung mit Jesus. Aber wenn er sie nicht gibt, dann heißt das nicht, dass das etwas Schlechtes ist. Im Gegenteil, glücklich zu nennen sind wir, ich gehe davon aus, dass die meisten von uns noch keine sichtbare Erscheinung von Jesus haben. Falls doch, Hand hoch. Ja? Also, glücklich zu nennen sind wir, denn wir sind hier angesprochen. Wenn wir diesen Weg des Glaubens gehen, Zweifel durchsetzt, der hat einen großen Lohn. Und was das glücklich meint, das werden wir erst sehen, wenn wir bei ihm im Himmel sind. Ja, der Himmel kommt auf die Erde wird erneuert, das ist alles ein, das ist nicht das Thema. Wenn wir bei ihm im Himmel sind, wird das Glück, glaube ich, überwältigend sein. Und wir werden die Wertschätzung unseres Herrn hören. Ist doch stark, oder? So, jetzt aber mal ein Schwenk zu der Fraktur. Was war seine Fraktur? Nach dem Plan Gottes musste er die Kreuzigung durchleben, also miterleben. Nach 3 Jahren der Begeisterung, nach 3 Jahren, wo der Himmel offen stand, wo Zeichen und Wunder zur Normalität wurden, wo eine Bewegung entstanden ist, Tausende von Menschen, die an Jesus geglaubt haben, wo Thomas, aber auch die anderen die Erkenntnis haben, das ist der Messias und wir sind dabei. Ja, mehr noch, das ist der Sohn Gottes und wir sind seine Freunde. Wow, was für eine intensive Zeit. Dafür lohnt es sich doch, das Zuhause zu verlassen, die Arbeitsstelle zu verlassen und sich ganz auf diesen Mann einzulassen, alles auf eine Karte zu setzen. Dann die Kreuzigung. Verbrechertod. Jesus ist weg. Uff. War das alles falsch? Man liest so aus den Texten raus, sie hatten Angst, dass sie jetzt auch irgendwie gecasht werden, ne? Dass es so eine Verfolgung aufkommt. Die Räume waren verschlossen. Mit Sicherheit waren sie traurig. Vielleicht waren diese Emotionen auch ein Grund, dass sie nicht glauben konnten. Das war zu massiv gewesen. Also das ist mal eine Fraktur des Glaubens. Da ist richtig was gebrochen. Und ich denke nicht, dass einer von diesen Aposteln und auch Thomas nicht in seine Berufung hineingefunden hätte, wenn sie nicht eine Wiederherstellung erfahren hätten. Es ist also ein tiefes Tal, in dem sie sind. Und dann kommt diese heilsame Begegnung mit Jesus. Jesus wendet sich Thomas zu. Das ist nicht ein allgemeines Hallo, ich bin da, sondern ich bin für dich da, Thomas. Ich sehe dich. Und er hilft Thomas heraus aus der Krise. Er heilt diese Fraktur. Wunderbar. Aber was heißt das für uns? Die Kreuzigung ist nicht unsere Baustelle. 2000 Jahre Kirchengeschichte, Theologie, Predigten, Erklärungen von Paulus dazu und so weiter. Das ist für uns keine Bruchstelle. Wir wissen, warum das so sein musste. Wir sind so wunderbar abgeklärt oft. Das ist nicht unsere Baustelle. Was sind unsere Baustellen, unsere Frakturen?
Und ich glaube, die sind anders geartet. Die hängen viel mehr damit zusammen, wie wir miteinander umgehen, was wir erleben auf dem Nachfolgeweg. Und ich nenne euch jetzt mal ein paar Beispiele von Frakturen. Vielleicht könnt ihr dem einen oder anderen zustimmen, vielleicht habt ihr aber auch noch andere Beispiele vor Augen. Wir erleben einen Wandel in unserer Gemeinde. In eine neue Zeit gehen wir hinein. Und eine lange Segenszeit von vielen Jahren ist zu Ende. Die müssen wir loslassen. Das kann bedeuten, dass man mal einen Haarriss kriegt, wenn das Gefühl da ist, mein sicherer Raum ist mir genommen. Die Bindung, die ich hatte und das Empfinden von drin zu sein, ist nicht mehr so da. Das kann ein Haarriss sein, das kann Schmerzen hervorrufen. Oder während Corona, da hatten wir hier ein paar restriktive Maßnahmen, die unsere Gemeinschaft angeht, um das Infektionsgeschehen ja nicht zu fördern, sondern einzudämmen. Für den einen oder die andere war das ganz, ganz schwierig. Und es kann sein, dass die Beziehung zur Gemeinde da einen Riss oder eine Bruchstelle bekommen hat. Man fühlt sich dann draußen ein bisschen. Überhaupt, die Wiederherstellung von Gemeinschaft hat gelitten. Oder wir sind gesegnet hier in Lemgo und in der Region durch christliche Schulen, die August-Hermann-Franke-Schulen. Wir selber haben zwei Kinder dort und wir haben sehr, sehr viele gute Erlebnisse gemacht. Das ist ein wirklicher Segen, diese Schulen. Insbesondere im Gespräch mit Lehrern, die sich engagieren, die eingehen, auch wenn es mal so Herausforderungen gibt mit den Kids. Da haben wir richtig gute Erfahrungen gemacht. Und gleichzeitig weiß ich auch von Einzelnen, dass sie gerade in der Konfrontation mit unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen, wo es vielleicht auch darum geht, was ist ein richtiger Christ, wer ist ein richtiger Christ, wer nicht, was muss man tun, um so richtig an Gott zu glauben, und wenn man das nicht tut, ist man raus. Und da kann es unter der Schülerschaft zu einem christlichen Mobbing kommen. Du bist nicht richtig, du gehörst nicht so dazu. Und es gibt junge Menschen im Umkreis unserer Gemeinde, die haben Frakturen erlitten. Und dann geht man ganz schnell in die Distanz von Gott und auf jeden Fall in die Distanz von Gemeinde. Sowas gibt's und das braucht Heilung. Oder meine persönliche Fraktur. Als ich zum Glauben gekommen bin, da war der christliche Himmel rosarot. Ja? Ich hatte im Gebet, das war ein längerer Weg, aber ich hatte mal im Gebet eine Wahrnehmung von der Gegenwart von Jesus und ich war so on fire, so entzündet und so begeistert. Eine tolle Zeit. In der Zeit waren die Inhalte der Bibel neu, alles war irgendwie frisch, Gemeinde war toll, es war gerade auch ganz stark diese Lobpreiswelle so am Laufen. Alles war irgendwie begeisternd und schön. Und dann hat über die Zeit die Begeisterung nachgelassen. Und irgendwann, das ist dann Jahre später gewesen, habe ich mal in einer anderen Gemeinde gepredigt. Mein Thema war da gerade Heilung. Ich habe über Heilung gepredigt und danach für Kranke gebetet. Und dann hatte ich ein Gespräch mit zwei Kirchenältesten und mir eine heftige Kritik eingefangen. Den Vorwurf der Irrlehre. Mal ganz unabhängig davon, ob das weise war, was ich getan habe, oder ob das korrekt war, was ich getan habe, daran hatte ich zu knacken. Und ich habe lange Zeit das immer wieder in den Gedanken bewegt und musste damit ringen, dass ich nicht Groll empfinde gegen andere Geschwister und dass ich nicht Bitterkeit zulasse. Und heute ist der Himmel, der christliche, auf der Erde nicht mehr rosarot für mich. Ich weiß, dass es zu viel Schwieriges auch unter Christen gibt. Trotzdem habe ich die Gemeinde lieb und meine Beziehung zu Jesus ist viel tiefer geworden. Also das ist schon in Ordnung und ich habe auch Frieden mit Christen anderer Couleur.
Oder Ermüdungsbrüche. Es gibt Menschen, die leiden jahrelang an Krankheiten und die beten jahrelang für Heilung und es passiert nicht. Und wenn man das macht, jahrelang, dann passiert es irgendwann, dass man zwar betet, aber eigentlich gar nicht mehr glaubt. Ermüdungsbrüche. Und wenn dann noch Geschwister hinzukommen und sagen, naja, es steht ja geschrieben, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, ne, dann sag mal zu diesem Berg von A nach B, und das macht der, ab ins Meer. Du musst einfach nur mehr glauben. Oder erwarte doch mal, dass die Heilung schon eingetreten ist. Gut gemeinte Ratschläge, aber oftmals verletzend. Oder eine andere beliebte Schiene ist auch die, naja, vielleicht gibt es ja noch Sünde in deinem Leben. Ne? Dann hat man die Last einer nicht weggehenden Krankheit und das Leid damit und hat zusätzlich auch noch die Scham, weil man nicht richtig ist. Ihr Lieben, das geht nicht. Aber das passiert. Die richtige Reaktion für uns als Gemeinschaft, wenn Menschen durchs Leid gehen, ist Empathie. Mittragen. Mit Weinen, mit Freuen. Ja, füreinander beten, auch für Heilung. Aber nicht aus einer besserwisserischen Position heraus. Das richtet mehr Schaden an, als dass es hilft. Und so entstehen Frakturen. Ein letztes Beispiel. Geistlicher Missbrauch. Das, was groß durch die Presse geht, ist ja die Übergriffigkeit von Priestern in der katholischen Kirche, Pfarrern in der evangelischen Kirche, sodass Menschen, junge Menschen, die in ja, Abhängigkeitsverhältnissen leben, massiv geschädigt werden. Ein Riesenaufschrei in der Gesellschaft, beschämend für die Kirche. Ja, das ist schlimmer geistlicher Missbrauch. Und es führt zu Frakturen, an denen man, glaube ich, ein ganzes Leben lang zu knabbern hat. Das ist aber nicht alles. Immer dort, wo Leiterschaft, also Menschen, die Verantwortung tragen, manipulativ auf andere Menschen einwirken, entsteht geistlicher Missbrauch. Ich mache euch mal ein Beispiel. Wenn ich zu jemandem sage, du, ich habe gebetet für dich und ich habe so den Eindruck von Gott, du könntest wunderbar in der Moderation mithelfen. Ich sehe dich so da, wie du in der Moderation hilfst und ich glaube, das ist Gottes Platz für dich. Prüfe doch mal, ob das stimmt. Wenn ich das so sage, ist alles gut. Wenn ich aber dann sagen würde, und übrigens, wenn Gott so einen Platz für dich hat und du machst das nicht, dann ist das auch Sünde. Das hört sich platt an, ne? Man glaubt es kaum. Ne? So einen Satz habe ich vor Jahren in dieser Gemeinde gehört. Ich sage nicht von wem. Das ist nicht unbedingt fern von uns. Und es mag noch viele andere Beispiele geben. Das heißt, auf dem Weg miteinander passieren Brüche. Das liegt daran, dass wir Menschen sind. Und die eigentliche Frage ist, wie überwinden wir die eigentlich? Und wenn ich jetzt mal auf den Thomas schaue, denn in der Geschichte steht so ein ganz wesentlicher Punkt drin. Nicht offensichtlich, aber da steht die Lösung dafür drin. Der Thomas, als der am Tag der Auferstehung zu seinen anderen Geschwistern zustößt und hört, wie sie begeistert sind, da hätte er sagen können, hey, das ist ja richtig schön für euch, dass ihr Jesus gesehen habt. Aber wisst ihr was? Mir reicht's. Ich gehe jetzt nach Hause. Frustriert von den Erlebnissen, außen vor, weil er diese Begegnung nicht hatte, er hätte einfach sagen können, mir reicht's jetzt, ich gehe. Und wäre er gegangen, ich bin nicht sicher, ob er eine Begegnung mit Jesus hatte, denn Jesus ist dieser Gemeinschaft begegnet und hat sich darin Thomas zugewandt. In einer Gemeinschaft, einer christlichen Gemeinde zu bleiben, ist wichtig. In Gemeinschaft zu bleiben, ist wichtig. Wenn diese Gemeinschaft authentisch ist, liebevoll, wertschätzend und tragend, dann ist unsere Gemeinschaft heilend, weil der Heilige Geist darin
Bruchstellen auskuriert. Und das sind oft Prozesse. Das ist ein blödes Wort. So wie hier, das dauert einfach wochenlang. Ich wünschte mir auch, es würde mehr Schnipp machen und wir hätten einmal so eine richtig krasse Begegnung mit Jesus. Er würde seine Hand auf die Verletzung legen und alles wäre gut. Und ich hoffe auch, dass das mehr wird. Doch in der Regel sind es Prozesse. Und Heilung passiert in einer guten Gemeinschaft, in der wir miteinander unterwegs sind, füreinander beten. Es ist die Art des Heiligen Geistes, sich in Gemeinschaft zuzuwenden. Darum ist es so wichtig, nicht zu gehen. Und gehen hat zwei Arten. Das Offensichtlichste ist, man kommt nicht mehr. Ja? Es gibt noch eine andere Art zu gehen, nämlich dann, wenn ich innerlich sage, ich bin raus. Ich bin zwar äußerlich dabei, aber ich lasse niemanden mehr an mich ran. Das ist auch gehen. Das ist nicht gut, weil damit Türen zugehen, sodass Jesus seine Hand auf diese Stellen legen kann. Im Gegenteil, wir sollten offensiv sein mit den Verletzungen, die wir haben, mit den Brüchen. Sie ansprechen. Und da möchte ich nur mal auf eine Chance hinweisen. Wenn es Konflikte für euch gegeben hat und euch das trifft, dann haben wir das Vorrecht, dass wir Job und Jasmin in der Gemeinde haben. Die beiden haben nämlich keine Vergangenheit mit St. Pauli, haben aber ein Herz für diese Gemeinde. Nutzt doch die Chance. Sprecht sie mal an. Legt doch mal was auf den Tisch, was wehtut. Und sie können mit einer anderen Perspektive drauf schauen. Ja, es ist eine Chance. Oder sucht euch Menschen eures Vertrauens. Aber geht es aktiv an, wenn solche Themen da sind. Und lasst sie nicht einfach gären. Denn Bruchstellen gären zu lassen, führt immer zu Bitterkeit. Ist nicht gut. Und zur Erbauung unserer Gemeinde gehört es, dass wir echt miteinander umgehen. Ich möchte schließen damit, dass ich die gute Nachricht dieses Textes nochmal hervorhebe. Hier steht drin, dass Jesus uns sieht und als der Auferstandene sich individuell jedem von uns zuwendet, so wir ihm die Chance geben. Weil er so ist, weil er uns mag. Und damit können wir, mit ihm können wir Krisen überwinden. Das liegt ihm auf dem Herzen. Und deshalb sage ich euch, Friede sei mit euch auf diesem Weg. Amen. Lasst uns einen Moment still sein. Du bist hier bei uns, Jesus, und du siehst uns. Danke für deine Gegenwart. Amen. Wir singen das nächste Lied.